Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, oder sollte ich lieber sagen, alle hopp und hellau und schubla, wir befinden uns in der närrischen Zeit. Die fünfte Jahreszeit macht uns ja viel, viel Freude. Wir sehen an jedem Wochenende in vielen, vielen Vereinen, was da geleistet wird. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm für Jung und Alt, für Groß und Klein und vor allen Dingen die Einbindung von ganz, ganz starkem Nachwuchs. Ich freue mich sehr, dass wir hier in Bad Kreuznach so viele Vereine haben, die das ganze Jahr über proben und werkeln und reimen und vor allen Dingen auch die Kinder mit einbinden in Tanzgruppen, die Kinder mit einbinden in Nachwuchs für Büttenreden und dafür sorgen, dass ein gutes Stück Kultur in Bad Kreuznach erhalten bleibt. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr hier wieder in Bad Kreuznach zur Hochburg werden. Der Verein Kreuznacher Narrefahrt organisiert wie in den vergangenen Jahren an Altweiber wieder den Narrenkäfig. Wir als Stadt sind natürlich bemüht, gemeinsam mit der Kreuznacher Narrefahrt alles dafür zu tun, dass die etwa 12.000 Narren in aller Ruhe und in Frieden feiern können. Wie Sie wissen, ist angesichts der allgemeinen Situation in der Welt immer die große Herausforderung, das Sicherheitskonzept von Jahr zu Jahr zu verbessern, zu modifizieren, damit möglichst nichts passiert. Wir können nie eine hundertprozentige Sicherheit versprechen, aber wir haben auch in diesem Jahr wieder alles daran gesetzt, dass alle Narren, alle Närrinnen in Ruhe feiern können. Und ich hoffe, dass auch das gelingen wird. Samstags dann freue ich mich auf einen bunten und abwechslungsreichen Zug und wir gehen davon aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche attraktive Wagen haben werden. Ich freue mich ganz besonders, dass unsere Freunde aus Bourg-en-Bresse, nämlich der Stadtvorstand, der Bürgermeister Jean-François Debat und sein Kollege Guillaume Lacroix, der Kollege, der zuständig ist für die Städtepartnerschaften, uns besuchen werden und am Umzug mit teilnehmen. Für die Franzosen sicherlich auch ein ganz besonderes Erlebnis, wenn über 50.000 Menschen am Straßenrand stehen und jubeln. Aber für uns als Stadt Bad Kreuznach ist die Freundschaft mit Bourg-en-Bresse, die ja schon über 50 Jahre währt, auch ein ganz wichtiges Zeichen in Zeiten, wo Europa immer wieder in Frage gestellt wird. Wir halten an der Freundschaft zu den Franzosen fest und ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr so hohen Besuch bekommen zur Kreuznacher Narrefahrt. Danach geht es dann auf, erstmals wieder nach vielen, vielen Jahren ins Kurhaus zur Redoute und da wird weitergefeiert auf dem Maskenball. Ich wünsche Ihnen allen, die Fans sind von der Fasenacht, fröhliche, unbeschwerte Tage und die, die keine Fans sind, denen wünsche ich dann trotzdem anregendes Wochenende.